Hallo Leute, hier ist wieder Dara und ich habe euch Teil 24 meines Let's Play Minecraft mitgebracht. Und wir waren gerade hier dabei, diese Mine ein bisschen weiter auszubauen, da wir jetzt gerade Nacht haben und nicht an unserer Farm weiterarbeiten können. Und wenn ich mir so anschaue, wie weit wir schon runter sind, ich würde hier, glaube ich, so langsam gerne meine erste Zwischenstation einrichten. Ich gehe dafür noch ein bisschen weiter runter und dann machen wir eine kleine Zwischenstation, damit ich nicht immer wieder ganz hoch muss, wenn ich hier unten am Graben bin. Und außerdem werde ich schon mal ein bisschen in eine andere Richtung graben hier. Ich denke, wir sind hier dazu auf einer ganz guten Höhe schon, um erste Sachen zu finden. Wenn wir nichts finden, gut, wir sammeln dadurch gleichzeitig natürlich Baumaterial. Das kann nie schaden und wer weiß, vielleicht finden wir auch irgendwo eine kleine Höhle, eine natürliche, die wir dann erkunden können. So, ich mache jetzt noch diese Reihe hier weg. So. Das kommt auch noch weg. Und dann bauen wir uns hier eine kleine Zwischenstation auf. Ich packe noch eine noch eine Leiter hier hin. Und ich würde sagen, wir machen hier diese Fackel nochmal weg. Da kommt eine hier hin und eine hier hin. Und wir machen uns hier einen kleinen Gang. Nein, oh Mist. Und ich habe sowas von Glück, Leute. Ich habe mir echt den besten Platz ausgesucht, um eine Zwischenstation aufzubauen, denn wir sehen, ich habe Eisen gefunden. Ha, gibt's doch nicht, oder? Gut, 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 gut. Schön viel Eisen. Dann machen wir das aber auch gleich wieder zu. So. Und so. Und wir graben uns hier rüber. So, und dann gehen wir auch noch zwei in die Richtung. So. Und es leckt gerade. Okay. Schon wieder vorbei. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unsere Zwischenstation aufbauen. Na? Ja, gut. Ich platziere hier schon ein paar Fackeln, dass es nicht ganz so dunkel ist und ihr auch was erkennen könnt. So, das machen wir noch weg. Und nochmal Stein hierher. Und Moment, ich glaube, ich habe da oben ein Loch gelassen. Da könnte was drin spawnen. Das machen wir besser wieder zu. So. Wobei, das war nur ein Feld. Das hätten wir theoretisch lassen können. Da kann, glaube ich, nichts drin spawnen. Da ist nicht genug Platz. Aber gut, wir haben es jetzt gerade weggemacht und wir graben uns hier weiter durch. So. Ja. Schaufel. So. Das trifft sich auch ganz gut, dass wir hier Kies haben, den wir hier abbauen können, weil wir dadurch ein bisschen mehr Kies bekommen. Ich habe momentan schon noch relativ wenig Kies und dementsprechend auch bisher relativ wenig. Oh, da verabschiedet sich meine letzte Schaufel, meine letzte Spitzhacke. Wir gehen gleich wieder hoch. Ich war gerade dabei zu erklären, dass. Ja, da haben wir wieder eine Kuh. Dass wir hier diese Feuersteine momentan noch zu wenige haben. Da brauchen wir dringend noch ein paar mehr. Und wir stellen uns jetzt hier ein paar Spitzhacken her. Ich mach mal 5 Stück. So.
Eins, zwei, drei, vier und fünf. Dann, Moment, die packe ich zur Sicherheit gleich mal hier rein. Und das Eisen, das packen wir hier rein. So. Wir gehen direkt weiter. Wir haben nämlich relativ wenig Zeit. Also hier wieder runter. Wo kommt das her? So. Nein, so. Wir können uns demnächst ein paar Pfeile wieder mal machen. Dann haben wir auch einen guten Vorrat an Pfeilen, den wir natürlich brauchen, wenn wir die eine oder andere Höhle erkunden wollen. Und das, würde ich sagen, ist nicht unbedingt das Schlechteste, wenn wir da genug Pfeile dabei haben. Denn ja, wenn wir beispielsweise auf Skelette treffen, dann können Pfeile doch ganz hilfreich sein. So. Ich würde sagen, wir machen noch eine Reihe hier weg. So. Leute, ich hab so ein Glück, oder? Da haben wir schon das nächste Eisen gefunden. Ich glaub's nicht. Ah, wenn ich das jetzt so gelassen hätte und hier einfach zwei Truhen reingeklatscht hätte, dann hätte ich dieses Vorkommen niemals entdeckt. Aber ich hab's entdeckt und das ist ein nettes kleines Eisenvorkommen, das wir sehr gut gebrauchen können. Moment, habe ich das bekommen? Ja, gut. So, wir machen das zu. Und hier richten wir jetzt unseren kleinen Raum ein. Ich platziere hier eine Werkbank und eine große Truhe. Hier kommt eine Werkbank hin, daneben eine große Truhe. Und das sollte erstmal dann reichen dafür. Ich habe jetzt allerdings keine Truhe dabei, das heißt, wir gehen schnell und stellen uns eine her. Genauso wie eine Werkbank. Und wir haben Glück, es ist Tag. Daher werden wir das Ganze ganz kurz unterbrechen. Denn wir machen hier mit unserer. Das packe ich noch schnell hier rein. Wir machen schnell mit unserer kleinen Farm weiter. Dazu habe ich kein Holz mehr, doch habe ich noch. Gut. Dazu stelle ich mir jetzt erstmal nochmal ein paar Stöcke her. So. Und dann noch eine Hake. Die brauchen wir natürlich, um an Samen ranzukommen für unsere kleine Farm. So. Halt meine Eimer, die brauche ich auch. So. Und dann schauen wir mal. Ich sehe hier draußen gerade keine Creeper. Das heißt, wir gehen raus. Ich mache hier die Tür zu und dann laufen wir erstmal. Schön weiter laufen, 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 laufen. Und direkt über unserem Haus steht ein Zombie. Den locken wir mal ins Freie hier. So. Jaku, komm, spring runter. Na, egal. Wir haben jetzt hier. Halt, Moment, ich muss erst noch Wasser holen. Aus unserer unendlichen Wasserquelle, die wir haben. So. Die nehme ich mir beide mal. Dann machen wir hier auf. Ich fülle hier Wasser rein. Einmal hier. Und einmal hier. Ich werde das später vielleicht noch ein bisschen auffüllen. Ich mache das jetzt aber mal wieder zu. Und wir benutzen unsere Hake, um hier mal ein paar Samen rauszubekommen.
Und ich habe gerade wieder unser Signal bekommen. Mir fällt da gerade ein... Ich muss hier unter Umständen vielleicht ab und zu ins Wasser und dann mache ich hier immer den Boden kaputt. Das heißt, ich werde hier dieses eine Ding ersetzen, so. Das mache ich hinten auch mal. Kann ich von beiden Seiten rein. So, und unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Daher mache ich hier mal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.